So, herzlich willkommen im Cyberraum. Wir haben unseren ersten Vortrag von heute durchgeführt als Speaker von Ninian Pevkin. Der Titel ist: Was braucht es zum erfolgreichen Digital Trust Label? Als Kurzinformation: Es ist kein eigentliches Workshop. Wir halten hier eine Q&A-Session noch ab. Falls ihr Fragen habt, dann tragt die bitte im Public Chat ein. Ninian wird dann diese beantworten. Ihr könnt nach dem offiziellen Teil länger in diesem Raum bleiben. Ninian wird für weitere Fragen zur Beantwortung bleiben. Und wir werden dann die Mikrofons unmuten, damit es auch zu einer Gesprächssituation kommt. Der Vortrag von Ninian ist pre-recorded und ich werde es jetzt abspielen. Ja, guten Tag miteinander. Mein Name ist Ninian Pevkin. Ich leite die Swiss Digital Initiative in Genf und ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein an diesem Winterkongress der Digitalen Gesellschaft 2021 und mit euch über das Digital Trust Label Projekt zu sprechen, genauer über die Frage, was braucht es zum erfolgreichen Digital Trust Label? Ja, wie viele von euch mitbekommen haben, war ja die Initiative und das Label ist vor einem Jahr gestartet und war großes Thema bereits am letzten Winterkongress. Und es freut mich jetzt nach einem Jahr, wo wir eben gearbeitet haben, wo wir versucht haben, dieses Label vorwärts zu bringen, euch ein Status-Update zu geben. Wo stehen wir mit dem Label? Was haben wir gemacht? Was sind die nächsten Schritte? Und noch viel wichtiger für mich ist es wirklich auch Feedback eben aus der Branche, aus der Community zum Label zu erhalten, um ein möglichst vertrauenswürdiges und glaubwürdiges Label zu schaffen. Denn es ist klar, um ein möglichst vertrauenswürdiges Label zu haben, brauchen wir die Mitarbeit aller. Wir brauchen viele Menschen, Expertinnen, Experten und Organisationen, die da mitdenken. Und unser oberstes Ziel ist, dass wir eigentlich ein möglichst vertrauenswürdiges Label aus der Schweiz haben. Und deshalb bin ich heute hier. Dann, was erwartet euch von diesen 45 Minuten, die eigentlich als Workshop angekündigt sind? Ich möchte es eigentlich so gestalten, dass ich am Anfang einen kurzen Input gebe und Statusreport, wo stehen wir mit dem Label? Und dann eigentlich den zweiten Teil für eine interaktive Session nutzen. Also ich nehme an, ihr habt sicher viele Fragen, die ihr mitbringt. Ich selber habe auch Fragen der Community, die ich eigentlich gerne besprechen möchte. Ich möchte es aber eben auch offen lassen, flexibel sein, was auch die Bedürfnisse sind und eben vor allem diesen verschiedenen Fragen, die es gibt zum Label, Platz geben. Und seid auch ein bisschen geduldig mit mir. Wie gesagt, dieses Projekt, dieses Label ist noch im Entstehen. Das heißt, ich habe heute auch noch nicht alle Antworten auf alle Fragen. Diese Antworten suchen wir und wir freuen uns über jegliches Feedback und Inputs und vielleicht auch Learnings aus ähnlichen Projekten, die wir eben für ein solches Label, für ein erfolgreiches Label haben können. Gut, das bringt mich eigentlich zum Startpunkt. Wer sind wir? Die Swiss Digital Initiative ist eine Initiative, die 2019 lanciert wurde. Sie geht hervor aus dem sogenannten Global Digital Summit, einer Konferenz, die im September 2019 in Genf stattgefunden hat, von Digital Switzerland und Bundesrat Uli Maurer organisiert. Es kamen verschiedene Akteure aus Wirtschaft, Politik, der Akademie zusammen. Internationale Organisationen waren ebenfalls vor Ort, um die Themen Ethik und Fairness im digitalen Zeitalter zu besprechen. Und was eben sehr schnell klar wurde, ist, dass die verschiedenen Prinzipien und Statements, Prinzipienstatements gibt es zuhauf. Aber die große Frage ist natürlich, wie kommen wir von der Theorie in die Praxis? Wie schaffen wir es, diese Prinzipien auch in der Praxis umzusetzen? Das ist das Ziel der Initiative. Also
ein langfristiger Prozess, wo wir versuchen, diese Brücke zu schlagen. Und seit Januar 2020 ist die Trägerschaft eine eigenständige und gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Genf. Das erste Projekt der Swiss Digital Initiative ist eben die Entwicklung dieses Digital Trust Labels. Und die Frage ist natürlich, was wollen wir überhaupt mit diesem Label? Wieso braucht es ein solches Label? Ganz kurz, wir wollen eben das erste weltweit führende Digital Trust Label anbieten, welches die Vertrauenswürdigkeit eines digitalen Dienstes kennzeichnet und dies in einer klarer, visuell verständlicher und nicht technischer Sprache. Also wir richten uns primär wirklich an die Nutzerinnen und Nutzer digitaler Dienste, um ihnen mehr Informationen und Transparenz zu geben, so dass sie auch befähigt werden, bessere Entscheide zu treffen und mehr Informationen bekommen, was ist eigentlich hinter einem solchen digitalen Service. Gleichzeitig wollen wir auch, dass die Unternehmen ihre Verantwortung gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern wahrnehmen und vertrauenswürdigere digitale Dienste anbieten. Und ganz wichtig ist auch eben, dass das Kernstück ist ein Katalog, ein Kriterienkatalog, der von einer unabhängigen und dritten Partei verifiziert werden kann. Also dieses Label beruht nicht einfach auf einem Self-Assessment, sondern muss überprüfbar sein. Genau, wie sieht denn ein solches Label in der Praxis aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ich gebe zu, es ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, die Website der Swiss Digital Initiative, aber einfach, um euch einen Eindruck zu geben, wie ein solches Label aussehen könnte in der Praxis. Und auch hier lasst euch nicht beirren vom Design oder wie das jetzt aussieht. Das ist lediglich ein erster Prototyp. Und so könnte das eben schlussendlich aussehen. Als Nutzerin komme ich auf die Webseite, sehe dieses Label, das entweder ignoriere oder ich kann, ja, bin vielleicht interessiert, kann draufklicken, schauen, was ist in diesem Label, was steckt dahinter. Und da sehe ich dann, okay, das sind die Kriterien, die dieses Label anschaut, in sehr vereinfachter Form. Und wenn ich dann noch mehr Informationen möchte, beziehungsweise zum Beispiel denke, dass dieser digitale Service dieses Label nicht verdient oder wenn ich ein Problem habe und das irgendwo melden möchte oder eben sehe, dass da ist ein automatisierter Entscheid, der da im Gange ist und ich diesen automatisierten Entscheid von einer echten Person verifizieren lassen möchte, dann kann ich eben hier auf die dritte Ebene klicken, wo ich eine Kontaktperson habe und eben auch die ausführlichen Informationen zum Label und was da dahinter steckt. Dann, wie gesagt, das Kernstück ist der Labelkatalog, also ein Kriterienkatalog bestehend aus 4 Kategorien: Security, Fair Data Management, Reliability and Interaction with Users. Und in diesen 4 Kategorien haben wir 35 Kriterien, die eben diesen Katalog überprüfbar machen, Stand heute. Ich sage dann gleich noch mehr zum Prozess. Vorher möchte ich aber kurz darauf eingehen, wer ist überhaupt involviert in diesen Entwicklungsprozess. Die großen strategischen Fragen werden von unserem Stiftungsrat getätigt, den ihr hier ganz oben seht. Auch in diesem Stiftungsrat wollen wir eben den Multi-Stakeholder-Ansatz abbilden, für den wir einstellen möchten. Also wir haben Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und der Akademie. Zu ihrer Seite steht ein hochkarätiges Label-Expertenkomitee, das ihr hier rechts seht auf dem Bildschirm. Und dieses Expertenkomitee hat Expertinnen und Experten aus den Bereichen Cybersecurity, Konsumentenschutz oder auch Datenschutz. Dieses Komitee wird von unserem Hauptpartner, vom Center for Digital Trust, der EPFL, koordiniert. Und im Entwicklungsprozess ganz entscheidend ist eben, dass diese 3 Stakeholders,
die wichtigsten Stakeholders involviert sind. Einerseits eben die Expertinnen und Experten, andererseits aber auch die Zivilgesellschaft, die wir einbeziehen. Und zwar haben wir einen sogenannten Co-Development-Prozess gemacht, wo wir durch direkte Gespräche, Workshop oder sogar ein Survey haben wir Feedback eingeholt, haben wir mit den verschiedenen Akteuren gesprochen, was muss noch besser werden mit diesem Label, was ist wichtig aus ihrer Perspektive. Dann der dritte Akteur, das sind die Unternehmen und die Organisationen, die eben ein solches Label für ihre digitalen Dienste haben möchten. Wir haben momentan 8 Testpartner, die ihre Zeit und auch Ressourcen zur Verfügung stellen, um eben den Labelkatalog zu testen und zu schauen, ja, wie sieht da diese Anwendbarkeit in der Praxis aus. Und ja, ganz wichtig, was ich ebenfalls betonen möchte, ist eben, unser Hauptpartner ist die EPFL. Sie sind von Anfang an dabei. Dann sind wir auch Teil der nationalen Strategie zum Schutz gegen Cyberrisiken dabei. Und wir sind auch unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz. Und für Mercator Schweiz war auch von Anfang an sehr wichtig, eben, dass wir hier die Zivilgesellschaft inkludieren. Und diesem Anspruch möchten wir wirklich auch gerecht werden. Ja, ich kann wahrscheinlich schon hören, es gibt ganz viele verschiedene Initiativen, Projekte, die einen ähnlichen Charakter haben, weltweit und auch in der Schweiz. Und wir sind daran, eigentlich seit Beginn des Entwicklungsprozesses die verschiedenen Initiativen abzubilden, zu schauen, was passiert wo, was können wir lernen von den anderen Initiativen. Es gibt auch ähnliche Bestrebungen, die abgebrochen wurden. Und da schauen wir uns an, wieso das so ist, was können wir für uns lernen. Und was wir aber doch heute sagen können, ist, wir haben auf jeden Fall bis jetzt noch nicht identifiziert eine Initiative, ein Projekt, das wirklich einen ähnlichen Approach verfolgt, das die ähnlichen Kriterien für sich oder eben die, ja, viele basieren zum Beispiel auf Self-Assessment und werden nicht überprüft oder schauen sich einfach einen Teilaspekt, also zum Beispiel das Thema Datenschutz an. Und auch hier möchte ich einfach sagen, wir haben Kontakte zu einer Vielzahl der Initiativen und wir werden auch immer wie mehr angefragt von anderen internationalen Organisationen, Initiativen, ob wir eben unsere Erfahrungswerte aus dem bisherigen Prozess teilen können. Dann ganz kurz ein paar Worte, wie dieser Entwicklungsprozess im 2020 ausgesehen hat. Was haben wir gemacht im letzten Jahr? Wie bereits erwähnt, haben wir wirklich die 3 verschiedenen Akteure eingebunden, die Expertinnen und Experten, die Zivilgesellschaft und die Unternehmen, die in den verschiedenen Schritten involviert waren. Und ich möchte jetzt zu jedem dieser Schritte kurz mit euch die wichtigsten Erkenntnisse teilen und ein bisschen mehr eben zu diesem Entwicklungsprozess sagen. Ganz am Anfang stand eine Studie zum Thema Digital Trust, also digitales Vertrauen aus der Nutzerinnen- und Nutzerperspektive. Wir wollten wissen, ja, was bedeutet denn ein vertrauenswürdiger Service für Nutzerinnen und Nutzer, die eben keine, vielleicht nicht wirklich sich mit diesen Themen im Alltag auseinandersetzen. Und diese Erkenntnisse aus dieser Studie bilden die Grundlage des Kriterienkatalogs. Dieser 4 Kategorien und diese 4 Kategorien beziehungsweise die Kriterien, die dieser Katalog umfasst, wurden dann von Experten der Universitäten Zürich, Genf, EPFL und ETH weiterentwickelt. Dann haben wir diesen Katalog genommen und mit dem Auditor SGS, der Société Générale de Surveillance, nochmals weiterentwickelt und diese Version des Labels-Katalogs war dann eigentlich die Version, mit welcher wir mit den verschiedenen Akteuren gearbeitet haben. Wir haben eben einerseits diesen
Co-Development-Prozess gemacht, wo wir die zivilgesellschaftlichen Akteure einbezogen haben. Wir haben über 100 nationale und internationale Organisationen angefragt, ob sie uns Feedback geben, ob sie uns Input geben auf diesen ersten Katalog. Und was ja sich ganz klar herauskristallisiert hat in diesem Prozess, ist eben das Thema Transparenz ist für die Vertrauensbildung, für ein Vertrauenslabel einfach zentral. Es muss ein inklusiver und diverser Prozess sein, der eben die verschiedenen Perspektiven berücksichtigt und eben auch immer wieder, was wir von allen Stakeholdern immer wieder hören, ist, dass es ein externer Audit braucht. Es braucht eine Stelle, die auch die Kriterien wirklich überprüft. Eben weiter, was wir auch gemacht haben, wir haben mit 6 der Testpartner der Unternehmen und einem Kanton haben wir sogenannte Mock-Audits gemacht. Das heißt, wir haben den Label-Katalog genommen und geschaut mit ihnen an einen ganz konkreten Use Case. Was würde das bedeuten, wenn man das jetzt heute so umsetzen würde? Ist das umsetzbar? Und was wünschen sich die Unternehmen von einem Digital Trust Label? Wieso wollen sie ein solches Label? Und sehr spannend war eben zu sehen, dass sie gesagt haben, eigentlich alle, sie wollen nicht ein Label, das einfach alle haben können, sondern sie möchten wirklich einen möglichst hohen Standard und möchten auch für ihre Nutzerinnen und Nutzer beziehungsweise die Nutzerinnen und Nutzer der digitalen Services einen möglichst hohen Standard garantieren, um so eben auch Vertrauenswürdigkeit sicherzustellen. Und dann weiter sehen Sie es auch als Möglichkeit an, als Benchmark, um zu schauen, ja, was ist denn eigentlich Best Practice? Und wenn Sie jetzt diese Kriterien heute noch nicht erfüllen, was müssen Sie machen, damit Ihre Services eben vertrauenswürdiger werden? Was müssen Sie machen, damit Sie einen vertrauenswürdigen Service haben? Und als dritter Punkt wurde auch immer wieder genannt, dass eben auch die Unternehmen gerne Teil eines sogenannten Trust-Ecosystems sind und sich mit gleichgesinnten Unternehmen, die eben diese Verantwortung gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern wahrnehmen wollen, auch austauschen wollen und weiteren Stakeholdern, die an diesen Themen interessiert sind. Dann als weiteren Input haben wir das Label Expert Committee hat den Katalog angeschaut und hat Empfehlungen herausgearbeitet, was es braucht für ein erfolgreiches Label, sowohl inhaltlich, aber auch zum Framework dieses Labels. Und sie haben seit Juli, also zwischen Juli 2020 bis eigentlich Januar 2021, haben sie diese Empfehlungen in bilateralen, aber auch in Gruppengesprächen herausgearbeitet und diese Empfehlungen wurden Anfang Februar dann dem Stiftungsrat der SDI unterbreitet und dient eigentlich als Entscheidungsgrundlage für die nächsten Schritte. Nur ganz kurz, einige der Kriterien, die eben aus Expertinnen, Expertensicht als wichtig erachtet wurden, ist, es braucht zum Beispiel eine Ombudsperson, also eine Person, die ein Ansprechpartner, wenn eben etwas mit diesem Service nicht stimmt oder wenn man eben eine Beschwerde einreichen möchte, gleichzeitig soll eben auch langfristig sollen die Aspekte digitale Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung inkludiert werden und auch hier ganz klar, es braucht einen externen Audit. Als letzter Punkt, was wir gemacht haben, ist eine globale Nutzerstudie in 4 Regionen. Und zwar haben wir eine Studie gemacht, um herauszufinden, was sind die Mechanismen, die ein solches Label haben sollte, wie muss dieses ausgestaltet sein, was für Informationen muss dieses geben, dass es eben für die Nutzerinnen und den Nutzern auch wirklich von Wert ist, dass es spannend ist, dass sie es auch verstehen. Und wir haben diese Studie natürlich in der Schweiz durchgeführt, aber auch in den USA, in Skandinavien und in Osteuropa, um verschiedene oder Unterschiede herauszufinden, gibt es da allenfalls
verschiedene Sensibilitäten zum Beispiel in den verschiedenen Mechanismus sprechen, haben wir diese drei Ansätze, die Sie jetzt vor sich haben, getestet. Einerseits haben wir den Table, also wo man einfach gewisse Informationen sieht und diese aber nicht wirklich eingeordnet werden oder nicht eingeordnet werden. Dann haben wir auf der anderen Seite den normativen, ganz normativen Approach, wo wir einfach sagen, ja, wir geben einen Stempel, voilà, da haben Sie eigentlich ja, totales Vertrauen, ist gewährleistet. Und den Ansatz in der Mitte, den Score, da gibt es auch verschiedene Ansätze, also dass Sie sagen, Gold, Silber, Bronze oder zum Beispiel so wie ein Energieeffizienzlabel oder wenn Sie ein Label haben, zum Beispiel mit verschiedenen Sternen, wo eben ja, dieser Score, diese Evaluation eigentlich vorgenommen wird und wir haben geschaut, welcher dieser Ansätze gibt am meisten oder bringt am meisten Nutzen. Und die Erkenntnisse aus dieser Studie waren eigentlich ganz klar. Es braucht einen validierten Ansatz, die Nutzerinnen und Nutzer wirklich Transparenz schafft und Informationen gibt. Aber gleichzeitig wünschen sie sich doch auch einen Standard, einen Benchmark und sie wollen wissen, eben, dass dieses Label ja, einen gewissen Best Practice Case repräsentiert und ihnen eben doch ein Gefühl des Vertrauens gibt. Und eben vor allem hier ist auch wichtig, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht ein blindes Vertrauen schaffen, sondern wir wollen halt einfach wirklich ein Vertrauen schaffen oder Informationen geben für die Nutzerinnen und Nutzer, sodass sie bessere Entscheide treffen können. Und auch sehr spannend in der ganzen, also über alle Regionen hinweg, ja, hat uns diese Studie wirklich auch bestätigt, dass es eine globale Nachfrage nach einer Lösung zu Vertrauen im Internet gibt und dass das sehr positiv aufgenommen wurde, eigentlich durchs Band. Ja, das bringt mich dann zum nächsten Punkt. Was sind die nächsten Schritte? Wo geht es hin mit diesem Label? Jetzt nach einem Jahr der Grundlagenarbeit, was sind die nächsten Schritte? Genau, also wir haben jetzt bis Ende März einen Konsultationsprozess auf dem aktuellen Stand des Labels, der läuft. Und ich würde, ja, oder ich rufe Sie auch auf, machen Sie mit, beteiligen Sie sich. Und gleichzeitig sind wir daran zu schauen, gibt es allenfalls einen internationalen Partner, einen Implementierungspartner, der bereit wäre, mit uns ein solches Label international zu lancieren. Und da laufen die Gespräche, da schauen wir, was macht am meisten Sinn. Und dann natürlich die ganzen Fragen rund um die Operationalisierung, den Launch und ja, die Kommunikation, die natürlich sehr wichtig ist, auch für ein solches Label. Was haben wir jetzt aus diesem Prozess gelernt? Das möchte ich auch noch darauf eingehen. Ganz klar herauskristallisiert hat sich, dass eben dieser Prozess wirklich inklusiv und möglichst transparent sein muss, die verschiedenen Perspektiven berücksichtigen muss. Und auch klar wurde eigentlich, dieses Label ist nicht ein Endprodukt, das ja irgendwann mal fertig ist und dann in Stein gemeißelt, sondern es ist ein ständiger Prozess. Dieses Label muss ständig weiterentwickelt werden. Die erste Version wird wahrscheinlich noch nicht perfekt sein, aber umso wichtiger ist eben, dass dieser Entwicklungsprozess richtig aufgebaut wird. Und dann wird das Label ständig weiterentwickelt werden müssen. Gleichzeitig, wie vorhin schon gesagt, es braucht eben eine Kombination aus normativen und deskriptiven Elementen für die Nutzerinnen und Nutzer, dass das eben für sie auch einen Sinn macht. Und als vierter Punkt natürlich, digitales Vertrauen kann man nicht einfach rein technisch lösen, eben durch ein Label, sondern da, wie auch im echten Leben, ist natürlich Vertrauen ein Zusammenspiel
verschiedene Faktoren. Es hängt vom Kontext ab, von unseren bisherigen Erfahrungen und ist viel komplexer, als dass wir halt einfach ein Label geben können. Und es ist von viel mehr Faktoren beeinflusst, die wir ja alle nicht unmöglich kontrollieren können. Und dann, wie vorhin schon bereits mehrmals gesagt, es braucht eine unabhängige Instanz, die eben die Kriterien prüft. Und als sechsten Punkt glaube ich sehr stark, dass wir ein Momentum haben. Einerseits sind wir jetzt wirklich weiter fortgeschritten mit dem Label. Wir haben konkrete Ergebnisse. Wir wissen, wie ein solches Label in der Praxis umgesetzt werden könnte. Und ich denke, aus meiner Sicht, also auch wenn man sieht, die verschiedenen Projekte und Initiativen weltweit schon laufen, ist es aus meiner Sicht wirklich eine Frage der Zeit, bis solche ähnlichen Deklarationen oder Labels für mehr Transparenz und Informationen von den Anbietern gesetzlich gefordert werden. Und ich glaube deshalb, dass wir auch hier Pionierarbeit leisten. Ja, und jetzt natürlich die Frage, und wie schon mehrmals gesagt, es ist mir sehr wichtig, eben, dass möglichst viele da mitwirken. Und deswegen rufe ich Sie auch auf, werden Sie Teil dieser Trust Label Community. Und entweder Sie machen im Konsultationsprozess mit, also bis Ende März läuft dieser Konsultationsprozess zum aktuellen Kriterienkatalog. Und als zweite Möglichkeit, wenn längerfristig ein Engagement möchten, dann rufe ich Sie auf, bewerben Sie sich als Expertin, als Expert, um in diesem Label-Expert-Komitee mitzuwirken und für mehr Informationen und auch den Zugangslinks für den Katalog senden Sie ein E-Mail an sara@sdlfoundation.org und ich stehe sehr gerne auch für Informationen, für weitere Gespräche zur Verfügung. Jede Inputs, Gespräche und Learnings sind mehr als willkommen und ich freue mich natürlich auch auf digitale, hoffentlich bald auch wieder physische Cafés zu diesen Labeln. So. Gut. Ja. So, vielen Dank, Ninian. Ich sehe, dass momentan keine Fragen im Chat sind. Wir haben nur auch noch zwei Minuten für den offiziellen Teil. Alle User können auch hier bleiben. Ninian bleibt hier zur Verfügung. Ich werde dann euch unmuten, damit ihr dementsprechend Fragen stellen könnt. Nur eine kurze Info. Der nächste Vortrag ist um 13.15 Uhr durch Martin Steiger in diesem Raum. Daten bei Staat und Unternehmen. Ich will Auskunft. Sorry, ich verliere langsam meine Stimme. Ich danke dir sehr herzlich für den Vortrag. Liebe, bleibt alle noch hier für die nicht offizielle Fragerunde und wir hören jetzt mit der offiziellen Präsentation auf. Vielen Dank, Cami. Danke.